Marlene, was hat sich da konkret ereignet? Was ist der Hintergrund zu diesem Mordalarm? Also man muss jetzt sagen, aktuell läuft dort noch eine Großfahndung. Es ist eine Leiche gefunden worden in Altenfelden. Also in der Gemeinde Altenfelden soll das passiert sein. Jetzt sind noch hunderte Einsatzkräfte vor Ort und es hat sich dann herausgestellt, dass es sich bei der Leiche, das ist eigentlich schon offiziell bestätigt worden, um Franz Hofer handeln soll. Das ist der Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau. Und ja. In welcher Couleur ist der Bürgermeister zu Hause gewesen? Welcher Partei hat er angehört und war er überhaupt noch aktiv im Dienst? Ja, er war amtierender Bürgermeister, ÖVP-Bürgermeister. Ich habe mit dem Vizebürgermeister jetzt am Telefon noch kurz sprechen können. Der ist auch total geschockt, dass es sich um den Bürgermeister handeln soll. Hofer soll schon seit ungefähr 2008 Bürgermeister vor Ort sein, war relativ beliebt und war auch der Jagdleiter. Mhm. Weil man hat ja jetzt auch schon, also es wird berichtet und es wird gemunkelt, dass es sich da bei dem Täter um einen Jäger handeln soll. Mhm. Also es könnte auch in dieser Jagdgesellschaft etwas schiefgegangen sein, das jetzt dermaßen ausgeartet ist. Also um 8:30 in der Früh ist, glaube ich, der Notruf bei den Einsatzkräften eingegangen. Die Polizei ist dann sofort ausgerückt. Aktuell geht man davon aus, dass es eben tatsächlich ein Jäger war, der Franz Hofer hier erschossen haben soll. Ist es naheliegend, jetzt zu mutmaßen, dass es sich möglicherweise um Revierstreitigkeiten gehandelt haben könnte oder irgendein Streit aus dem jagdlichen Bereich hier eskaliert ist? Jetzt ist natürlich die Frage, über den Täter wird derzeit noch nichts herausgegeben, über den Mutmaßlichen. Er befindet sich aber auf der Flucht und die Frage ist hier, ist er gefährlich? Weiß man über den Mann? Was gibt es da für Infos zu ihm? Es hat geheißen, dass er sogar noch bewaffnet sein soll. Um wen es sich eben genau handelt, das weiß ich nicht. Auch der Vizebürgermeister konnte mir dazu überhaupt nichts sagen. Er hat gesagt, er kennt die Jäger. Es gibt da schon immer wieder mal Diskussionen wegen etwas, wegen Pflege, Abschuss und so weiter. Aber er weiß nicht, dass da ein größerer Streit eigentlich im Argen war oder so. Also bisher ist nicht klar, wer der Täter genau ist. Aber von einem Unfall geht man derzeit eher weniger aus. Warum geht man nicht von einem Unfall aus? Es hätte sich ja auch ein Jagdunfall passieren können. Welche Hinweise deuten darauf hin, dass es definitiv Mord war? Naja, also ich denke, dass Schusswunden deutlich zu sehen waren. Also er soll ja erschossen worden sein. Die Behörden halten sich aber derzeit noch bedeckt. Aber das ist eh ganz selbstverständlich, weil eine Fahndung vor Ort läuft. Also ob sie jetzt schon wissen, wo der sich versteckt hat, aber auf jeden Fall sind, also ich habe gerade noch mit meinem Kollegen, also mit einem Kollegen vor Ort gesprochen und er hat gesagt, da sind hunderte Einsatzkräfte irgendwie unterwegs und suchen ab und beobachten und so, ja. Aber so wie es derzeit ausschaut, dürfte dieser Mord nicht geplant gewesen sein, sondern eher mehr aus dem Affekt passiert sein, weil es gibt jetzt keine Hinweise, dass sich der Täter schon ins Ausland abgesetzt haben könnte. Also man geht davon aus, dass die Fahndung erfolgreich sein wird. So, wenn man das so derzeit ein bisschen raushört, ist das richtig? Das oder? Kann ich jetzt derzeit eigentlich nicht sagen zum aktuellen Zeitpunkt, ob das jetzt eine geplante Sache war und der über alle Berge ist schon oder ob das im Affekt war. Ja, es könnte schon im Affekt sein, wenn es so eine Jägergeschichte ist, aber ich kann dazu derzeit eigentlich noch keine, da kann ich keine Schlüsse ziehen noch. Ja. Wie geht es jetzt weiter bei der Polizei? Die Großfahndung ist eingeleitet worden. Wie läuft so eine Großfahndung ab? Was wird da alles kontrolliert unter Umständen? Ja, es werden anscheinend auch schon vor Ort auch Fahrzeuge sind kontrolliert worden, hat mir jetzt Mike Vogel erzählt kurz. Und genau, was sie jetzt machen, das sagen sie uns ja natürlich nicht, weil wie sie das vorgehen. Die Fahndung soll natürlich auch, diese Ermittlungen sollen überhaupt nicht gefährdet sein, sondern sie werden jetzt mal daran arbeiten, den so schnell wie möglich zu bekommen und ich hoffe, dass das auch bald soweit sein wird, weil es ist natürlich nie schön für Menschen oder die Bewohner vor Ort, wenn da jetzt jemand noch mit einer Waffe herumrennt oder möglicherweise mit einer Waffe herumrennt. Das haben wir ja schon einmal bei den Weinbergen vor kurzem gehabt. Ja. Und
ja, das wollen wir natürlich. Und hat die Polizei hier irgendwas auch in puncto Gefährlichkeit des Täters gesagt? Hat sie Warnungen ausgegeben oder gibt es hier irgendeinen Hinweis, ob eine Gefährlichkeit besteht oder nicht? Eben, ob die Tatwaffe gefunden worden ist oder nicht? Gibt es da irgendwelche Meldungen? Nein, also bisher halten sie sich äußerst bedeckt. Mhm. Äußerst bedeckt. Also die Polizei noch derzeit wirklich beim Ermitteln auf Hochtouren laufend. Genau. Und die nächsten Stunden werden da wahrscheinlich auch entscheidend sein über einen Erfolg oder nicht. Du hast jetzt am Anfang des Gesprächs erwähnt, du hast schon mit dem Vizebürgermeister telefoniert. Das eine ist natürlich einmal der Fall an sich, das andere aber dann die menschliche Komponente, wie dramatisch das nicht nur für die Familie und die Angehörigen ist, sondern auch für den ganzen Ort. Wie ist denn die Stimmung dort vor Ort? Was hat der Vizebürgermeister berichtet? Also er hat gerade kurz vorher irgendwie davon erfahren, sozusagen von diesem Mord sozusagen. Und die Stimmung selber wusste er jetzt natürlich noch nicht, aber er konnte eigentlich viel zum Opfer selbst sagen, dass der schon ewig in der Politik ist, ewig Bürgermeister, eigentlich nie irgendwas Gröberes ist. Er ist dreifacher Vater von drei Burschen, die werden wahrscheinlich jetzt schon erwachsen sein. Er wollte eigentlich jetzt sich aus der Politik zurückziehen, hat auch schon hat den Stellvertreter gefragt, ob er das nicht übernehmen wollte, aber er wollte das nicht. Und jetzt haben sie eigentlich nach einem Nachfolger für den Bürgermeister schon gesucht, weil er selber im Mai in Pension gegangen ist. Er hat da irgendwie für das Land Oberösterreich gearbeitet und da ist er offiziell so hauptberuflich in Pension gegangen und wollte sich jetzt eigentlich auch peu à peu aus der Politik zurückziehen. Und das hat er, soweit ist es jetzt aber nicht mehr gekommen. Ne?